Heute Abend begrüßen wir ganz herzlich die Freude der Galerie, Leif Brandt und Zminkma. Ihnen dreien herzlichen Dank für Ihr Kommen. Ganz besonderen Dank an Leif Brandt, der sich auch sehr viel Zeit genommen hat, um die Veranstaltung vorzubereiten. Und auch an Herrn de la Gannerie, dessen Buch vor kurzem erschienen ist am 6. Januar, Jugé über das Justizsystem, und sehr gefragt ist in den französischen Medien. Er hat trotzdem Zeit gefunden, hier nach Luxemburg zu kommen. Und auch herzlichen Dank an Zminkma, herzlichen Dank Ihnen dreien. Und nun werden wir einen Ausschnitt aus Dante Magnon hören, gelesen von Leif Brandt. Also ich wünsche Ihnen einen anregenden Abend und bis bald im IPW. Also ich lese das erste Kapitel aus dem Roman von Magnon. Auch Magnon wird immer wieder auch gesagt, ist auch legitim. Und generell kann man vielleicht vorneweg sagen, dass er spielt in einem anderen Sonnensystem, an dem es auch Menschen gibt, also eine andere menschliche Zivilisation, die auf 6 Planeten verteilt lebt. Den Planeten Blossom Snoop, Cromet Blink, Toadstool und Sega. Ich fahre Kristen durch ihr halblanges, brünett gesträhntes Haar. Wir werden beide gerne an unsere gemeinsame Zeit zurückdenken. Lasst euch nicht stören, sagt jemand. Wir drehen uns zu ihm um. Es ist der Beinlose aus dem 5. Stock. Er sitzt aufrecht in einem Rollstuhl, dessen Fahrwerk viel zu laut summt. Der Hauslift schließt sich hinter ihm. Kristen löst sich von mir und grüßt den Mann mit einem Nicken. Er trägt schwarze Glycerinkleidung und rollt unnötig dicht an uns heran. Sein Vollbart, der bereits 1,5 Zentimeter unter den Augen beginnt, sieht frisch gewaschen aus. Der Beinlose schaltet seine Zigarette an. Es ist ein neueres Modell, das Funken simuliert und Geräusche macht. Genießt ihr auch das schöne Epiphilterielicht? Dankeschön. Und wir gehen jetzt direkt über zu einem szenisch gelesenen Teil für den Nils Minkma hinzukommt. Das ist ein Text im Text. Das ist das sogenannte Akquisepapier, das auf dem Planeten verteilt wird oder beziehungsweise das auf dem Planeten im Umlauf ist und vor allem junge Leute anspricht. Und das etwas theoretisierende Gespräch führt ein kollektivloser Profi-Journalist. Ich hatte in Erinnerung, dass da Profi-Journalist steht. Aber es steht Profi-Journalist. Kollektivloser Profi-Journalist. Der übernimmt Nils Minkma und der Gesprächspartner, das bin ich, ist ein Gründungsfellow des Kollektivs der gebrochenen Herzen. Ich darf nur ein Hank-Fellow werden, wenn mir das Herz gebrochen wurde? Falsch. Welche Kriterien muss ich dann erfüllen? Sie müssen bereit sein, vieles aufzugeben. Zumindest solange man uns für eine Gefährdung hält, ist es wichtig, aus dem Verborgenen zu agieren. Und Sie müssen erkennen, dass Sie gelitten haben. Ihr Schmerz ist tief, aber nicht singulär. Teilen Sie ihn mit uns. Wie steht das Kollektiv Hank zu jenen, den Leben sich wie vorgesehen erfüllt, die glücklich sind in ihrem Alltag, vielleicht sogar in ihrem Kollektiv und sie sich zu allem Überfluss gerade frisch verliebt haben. Wir freuen uns für diese Menschen. Wir kämen niemals auf die Idee, Privatidyllen anzuprangern. Im Gegenteil, wir arbeiten ganz bewusst mit der Aussage, unsere Liebe wird nicht unmöglich sein. Was könnte das wohl heißen? Vielleicht meinen Sie damit jene Bereiche, die mit individueller Anziehung und intimer Kommunikation zusammenhängen. Sozusagen alles, was man kaum kontrollieren kann, was aber doch unser persönliches Glück bestimmt. Sehen Sie, Sie verstehen doch schon einiges, sobald Sie nachdenken. Wir haben ja so ein paar Stichworte gesehen, der Planet irgendwie schläft. Wir haben eine Situation, in der alle natürlich wohl versorgt sind, im Grunde niemand leidet Hunger, wir haben eine weitgehende persönliche Freiheit in Europa wie noch nie zuvor. Und trotzdem ist auch diese Freiheit und dieser Zustand natürlich bedroht. Wie sehen Sie irgendwie diese Dialektik zwischen diesem Individuum und diesem Eigensinn, den wir leben können, und diese starken kollektiven Mächten, die uns in der Digitalisierung damit lenken? Man denkt überhaupt diese ganze Silicon Valley-Welt, dass man wirklich denkt, okay, da arbeiten Leute, die in dem Bewusstsein arbeiten, dass die Welt jetzt nachhaltig verändern. Und eventuell dann, also mitunter auch unter so einem utopischen Bewusstsein, dass wir wirklich glauben, die Welt wird besser, wenn wir
uns immer weiter durchsetzen und immer mehr Einfluss gewinnen. Was mir daran immer, was mich daran aber immer so ein bisschen unbehaglich stimmt, ist, dass es dann aber letztlich alles unter dem klassisch marktliberalen amerikanischen Grundblick auf die Welt passiert, nämlich so die Folie, unter der dann Google arbeitet, ist doch die das Profitmaximierung, das anzustrebende Ziel ist, weil so bleibt alles im Laufen. Et moi, je ne suis pas très favorable à la critique de Google, de Facebook, tout ça. Je suis très réticent sur ça. D'une part, parce que je sais que dans l'histoire, la critique du nombre, du quantitatif, du numérique, est une grande tradition d'extrême droite. Une grande tradition de droite contre le chiffre, enfin, le capitalisme associé au quantitatif, aux régularités, aux calculs, etc. À quoi on oppose le sens, etc. Bon, c'est une grande rhétorique conservatrice hein, dans l'histoire. Et donc, moi, je ne suis pas tout à fait en accord avec ce type d'opposition-là. Je pense qu'il y a des outils d'émancipation très puissants dans la rationalité libérale, dans la rationalité marchande également par rapport à la religion, etc. Et je pense que Google et Facebook, pour moi, ne sont pas des outils de gouvernement. Enfin, ne doivent pas être pensés comme des outils de gouvernement pour une raison simple, c'est qu'on peut toujours en partir. Et moi, je crois vraiment que la question de l'État et la question de Facebook, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça qu'il faut critiquer l'État radicalement. Et que c'est très différent que Facebook ou Google, c'est qu'on peut tous, un jour, éteindre Facebook, éteindre Twitter, éteindre Google et vivre sans. Alors, c'est aussi intéressant, man kann ja bei Facebook quasi Mitglied werden und auch diese anderen Dinge nutzen, ohne einen Pass zu haben. Also, jeder Illegale sozusagen ist vollwertiger Facebook-Bürger, wenn er das möchte, wenn er irgendeinen Computer hat. Ich wollte mich 2008, als ich in London im Bus ein Mädchen traf, und dann bin ich aus dem Bus ausgestiegen. Und ich dachte, ich muss unbedingt Kontakt zu ihr aufnehmen. Und ich wusste, dass sie bei mir in der Austauschuni studiert. Und ich bin nachts versucht, bei Facebook anzumelden. Aber nicht unter meinem echten Namen. Ich wollte sie ja nur finden. Und es war sofort, wurde ganz schön problematisch, dass sie dann, also das Facebook sofort erkannte, weil sie glauben nicht, dass es ihre Identität ist und so. Also, moi, je crois qu'effectivement, une des formes politiques majeures de contemporaine, c'est la question de l'anonymat. Et je crois, enfin, qui n'est pas mentir, mais qui est la capacité à intervenir publiquement sans montrer son identité. Et je crois, moi, très très fortement, que l'une des innovations qu'a faite Wikileaks avec la fuite anonyme, c'est la capacité à créer des individus qui peuvent agir politiquement, c'est-à-dire intervenir dans l'espace politique sans intervenir publiquement. Vorhin ist die Frage gestellt worden, falls ich sie richtig verstanden habe, ob es denkbar und vorstellbar ist, dass, dass neue Gesellschaftsformen entstehen jenseits der Nation. Und da ist halt eben das Internet vorgebracht worden. Und ich fand die Frage etwas veraltet, weil ich das Gefühl habe, dass also in Subkulturen längst ein Bewusstsein und eine Verselbstständigung stattfindet, von so einem Gemeinschaftsgefühl, Identifikation, die man insbesondere in der Jugend mit bestimmten Subkulturen oder man könnte auch, sagen, bleiben wir beim Wort Subkulturen, hat, fragte ich mich, wenn man die eins weiter dreht, also dann sagt man, dass man sich wirklich dann dazu so weit bekennt, dass da jetzt mehr draus wird als ein Hobby und ein Dresscode oder einen bestimmten Geschmack über was man dann an Vorlieben teilt. Und wenn diese Identifikation so groß wäre, der Ausgangspunkt war, dass die Identifikation damit ist halt viel emotionaler und größer, als sie jemals mit einer Partei sein könnte. Oder nur sehr creepy Persönlichkeiten aus der eigenen Sozialisationszeit hatten die Identifikation mit einer politischen Partei. Jetzt ist zum Beispiel in Deutschland jetzt jemand, der in der Jungen Union oder so war in den 90er Jahren, der war das so. Aber und auch nicht unbedingt Leute, die man für schlau gehalten hat. Das ist so, und genau diese, und genau das war dann, das war eigentlich der Ausgangspunkt für diese Erzählung von den Kollektiven, dass man dann sagt, okay, das ist, wie wäre es, wenn diese gesellschaftlich klar war, über diese danach strukturiert. Weil später fiel mir eigentlich auf, als ich dann diese Welt dann ausmalte in dem Sonnensystem, dass es eigentlich in den Bandbreiten gar nicht so hoch war, aber dass er letztlich dann so doch sehr stark auch mit geteilten Konsuminteressen zusammenhängt. Okay. Je vous remercie.
Genau, also Sie können noch Bücher kaufen, wenn Sie es noch nicht getan haben. Und dann signieren Sie wohl Geoffroy de Lagannerie und Leif Rand die Bücher. Und ich bedanke mich ganz herzlich für die interessante Diskussion und die sehr exzellente Moderation von Nils Miefer und auch für Ihre Aufmerksamkeit bis zum Schluss. Und bis bald, hoffe ich.